Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution 2 Video. Und in diesem Video möchte ich mir mal mit euch gemeinsam alle Flug- und Wassersaurier für JWE 2 anschauen, welche bisher bestätigt wurden. Und das sind tatsächlich schon eine ganze Menge. Und wir fangen jetzt mal mit den Wassersauriern an. Und zwar mit keinem geringeren als dem Mosasaurus. Dieser ist wahrscheinlich für viele von euch der Favorit von JWE 2, genauso für mich, muss ich sagen, weil ich habe ihn mir immer gewünscht für Jurassic World Evolution 1. Jetzt haben wir ihn endlich bekommen im zweiten Teil und ich freue mich sehr, wenn ich ihn dann endlich in meinen Parks unterbringen kann. Und die nächste Kreatur auf der Liste für die Wassersaurier ist der Plesiosaurus. Auch dieser wurde sich viel von der Community gewünscht. Und ich finde besonders cool, dass der Kopf echt aussieht wie so eine Schlange so ein bisschen. Auch von diesen Schuppen und sowas her. Es gefällt mir schon optisch richtig, richtig gut. Aber der Mosasaurus ist trotzdem noch viel, viel größer als der Plesio. Dann haben wir als dritte Unterwasserkreatur den Ichthyosaurus. Diese delfinartige Urzeitkreatur ist das bis jetzt kleinste bestätigte Unterwasserlebewesen von JWE 2 und wurde in der Future Game Show zusammen mit Ian Malkin vorgestellt. Und als nächstes haben wir den Tylosaurus. Dieser ähnelt stark dem Mosasaurus, aber leider haben wir bis jetzt nur diesen kurzen Clip zu Gesicht bekommen. Und der fünfte und bisher letzte bestätigte Unterwassersaurier ist der Atenborosaurus. Leider haben wir von diesem noch keinerlei Videomaterial, lediglich dieses schöne Bild hier. Und man muss bedenken, der wird nur für die Spieler verfügbar sein, die sich die Deluxe-Edition von JWE 2 kaufen. Aber ich muss sagen, der sieht auch sehr cool aus und wird wahrscheinlich dann ähnlich sein von den Bewegungen und sowas her wie der Plesio. Und dann kommen wir jetzt zu den Flugsauriern von JWE 2. Und da fangen wir natürlich an mit einem Klassiker, nämlich dem Pteranodon. Diesen gab es schon im ersten Teil von Jurassic World Evolution und deswegen darf der natürlich im zweiten Teil nicht fehlen. Und das Coole ist, diesmal können die sogar ausbüchsen und sogar auf die Besucher losgehen, die Flugsaurier. Und der zweite Flugsaurier auf der Liste ist der Tropeognathus. Diesen finde ich optisch richtig cool. Und besonders der Schnabel gefällt mir richtig gut. Und dann haben wir als drittes den Dimorphodon. Dieser darf natürlich auch nicht fehlen, weil er viel in den Jurassic World Filmen vorkam. Und deswegen ist er auch ein Must-Have für Jurassic World Evolution 2. Dann haben wir den Ceradactylus. Dieser sieht meiner Meinung nach dem Pteranodon schon sehr ähnlich, hat aber einen längeren Schnabel mit ganz vielen spitzen Zähnen dran. Und der fünfte und letzte bestätigte Flugsaurier ist der Geosternbergia. Ich habe den Namen bestimmt 100% falsch ausgesprochen. Aber macht ja nichts. Dieser ist auf jeden Fall ein sehr cool aussehender Flugsaurier, der wieder Teil von der Deluxe-Edition von JWE 2 ist. Das heißt, wenn ihr die Deluxe-Variante euch gekauft habt, habt ihr dann auch diesen im Spiel zur Verfügung. Und das waren alle bisher bekannten Flug- und Wassersaurier
von Jurassic World Evolution 2. Ihr seht sie hier jetzt nochmal in der Übersicht. Zwei davon gibt es nur in der Deluxe Edition von JW2, das dürft ihr nicht vergessen. Und ich könnte mir vorstellen, es sind ja schon 10 Stück jetzt insgesamt, dass das auch erstmal alle Flug- und Wassersaurier sind, die wir dann zum Release haben werden. Ich hoffe, dieses Video hat euch gut informiert. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dani.